Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch meinen neuen Online-Kurs vorstellen, den Kurs 10 leichte Jazz-Standards. Diesen Kurs habe ich gestern veröffentlicht, am 11. April 2020. Und ja, dieser Kurs beinhaltet, wie der Titel schon sagt, 10 leichte Jazz-Standards und ich zeige dir, wie du über diese Titel gut improvisieren kannst. Nun möchte ich einmal kurz die Standards aufzählen, die Teil dieses Kurses sind. Das sind einmal C-Jam Blues, Now's the Time, Equinox, Work Song, Doxy. Das waren die ersten fünf. Und diese fünf Titel sind eher so etwas blueslastig in Anführungszeichen, was die Improvisation betrifft. Dann geht es weiter im zweiten Teil des Kurses. Spielst du über In a Mellow Tone, All of Me, So What, Bye Bye Blackbird und Take the A-Train. Das sind die 10 Standards. Welche Voraussetzungen musst du jetzt erfüllen, um gut und souverän diesen Kurs zu durchlaufen? Also du musst nicht zwingend schon Improvisationserfahrung haben, weil es wirklich sehr, sehr einfach beginnt sozusagen. Aber es ist natürlich nicht von Nachteil, wenn du schon mal ein bisschen improvisiert hast. Du solltest auf jeden Fall ein solides Wissen über die Basics der Musiktheorie haben. Also Notenlesen sollte überhaupt kein Problem sein. Du solltest über Notenwerte auch Bescheid wissen, also ganze, halbe, Viertel, Achtel, Achteltriolen, Vierteltriolen. Sowas solltest du schon mal gesehen haben und solltest wissen, wovon ich jetzt hier gerade rede. Dann solltest du sicher alle Töne spielen können im Tonumfang des Saxophons, also vom tiefen B bis zum F3 oder Fis3. Und ja, zuallererst, das Saxophon muss natürlich dann auch in einem Zustand sein, in dem das möglich ist. Also dein Instrument muss auch 100% in Ordnung sein und die Klappen müssen ordentlich decken. Das ist sehr, sehr wichtig. Eine weitere Voraussetzung, du solltest in der Lage sein, gut und flüssig auch Tonleitern spielen zu können. Also ich sag mal, mindestens bis 3 Kreuz und 3 B-Vorzeichen sollte das möglich sein und die chromatische Tonleiter sollte auch gut funktionieren. Im Bereich Musiktheorie solltest du die Basics der Musiktheorie und Harmonielehre auch schon ein bisschen parat haben, sage ich jetzt mal so. Also das betrifft sowas wie das Wissen und die Kenntnis von verschiedenen Intervallen und du solltest auch vielleicht schon mal was von Akkorden gehört haben. Und auch im Bereich Funktionsharmonik sollten Begriffe wie Tonika, Subdominante, Dominante sollten bekannt sein. Wenn du jetzt feststellst, im Bereich Musiktheorie könntest du dich vielleicht noch mal ein bisschen upgraden, sage ich jetzt mal so. Ich habe auf meiner Website auch einen kostenlosen Minikurs Jazztheorie Basics. Da werden diese musiktheoretischen Inhalte nochmal in komprimierter Form dargestellt. Das ist, wie gesagt, ein kostenloser, dreiteiliger Minikurs. Den kannst du sehr gerne buchen. Das empfehle ich sowieso, wenn du diesen Kurs machen möchtest, 10 leichte Jazzstandards. Das schadet nichts, wenn man vorher nochmal diesen Theoriekurs belegt. Dann ist man da nochmal so ein bisschen up to date. In der Videobeschreibung gibt es den Link zum Kurs. Wie ist das Vorgehen jetzt in dem Kurs 10 leichte Jazz-Standards. Also ich analysiere jeden Standard sehr, sehr ausführlich und gehe den mit dir schrittweise durch. Ich habe da auch so verschiedene Schritte, die wir da einzeln durchgehen. Das betrifft einmal die Geschichte, den Ursprung und Referenzaufnahmen des entsprechenden Stückes. Dann geht es um Analyse, Form, Aufbau, Akkorde. Das schauen wir uns alles an, wie das miteinander zusammenhängt. Und dann habe ich ein 3-Schritte-Modell für dich, wie du dich hier der Improvisation nähern kannst. Im ersten Schritt erfolgt eine Reduktion auf die Tonalität. Das heißt, da zeige ich dir, wie du mit möglichst wenig Tonarten oder Tonleitern über das Stück improvisieren kannst. Meistens ist es nur eine oder zwei Tonleitern, die da notwendig sind, um gut über ein Stück spielen zu können. Und da zeige ich dir eben, wie du das herausfinden kannst, mit welchen Tonleitern du konkret über das entsprechende Stück spielen kannst. Im zweiten Schritt improvisierst du mit den Grundtönen und mit den Akkordtönen. Und ja, bei den Grundtönen sagen meine Schüler dann oft, das ist ein bisschen langweilig mit den Grundtönen, da spiele ich ja immer nur eine Note pro Takt. Aber gerade diese Übung ist sehr, sehr wichtig, denn sie hilft dir, die Form
des Stückes, also den Formverlauf besser nachvollziehen zu können, weil wenn du die Grundtöne spielst, dann spielst du auch viel mit dem Bassisten im Play-Along sozusagen zusammen und dann kannst du viel, viel besser die Form wahrnehmen und das hilft dir auch später beim Improvisieren, die Form einzuhalten, weil es passiert ja auch nicht selten, dass, ja, dass Leute über ein Stück improvisieren und auf einmal sagen, so, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin in der Form, ich spiele irgendwas, aber ich weiß gar nicht mehr, sind wir jetzt am Anfang oder in der Mitte, ne? Und dann hilft dir das natürlich, wenn du da den Überblick hast und durch die Übung Improvisation mit den Grundtönen erreichst du natürlich, dass du viel, viel einfacher auch in der Form bleiben kannst. Kommen wir zum dritten Schritt. Hier improvisierst du mit dem Tonmaterial der entsprechenden Skalen in Bezug auf die Akkorde. Ne, also das ist schon eine sehr komplexe Art der Improvisation, aber auch das möchte ich hier ansprechen. Auch da möchte ich dich sensibilisieren, hey, auch die Skalen zu üben. Denn je größer dein Vokabular oder deine Bibliothek an Möglichkeiten ist, desto besser kannst du auch improvisieren und desto kreativere Soli kannst du auch spielen. Ne, man darf halt nicht vergessen, dass Improvisation jetzt nicht heißt, okay, ich spiele einfach mal drauf los, sondern das hat schon was damit zu tun, dass man ein sehr, sehr konkretes Wissen hat um die Musiktheorie, um die Akkorde, um die Tonalität, die da geschieht. Auf der anderen Seite, klar, Improvisation heißt immer auch spontanes Erfinden von Melodien und in gewisser Weise nach Instinkt spielen. Das ist auch bis zum gewissen Grad in Ordnung, aber es hindert dich natürlich an einer Weiterentwicklung. Ne? Also wenn du sagst, hey, ich spiele nur nach Gefühl, ist es alles prima, kommst du bis zum gewissen Grad auch in Anführungszeichen voran, aber dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wenn die Stücke ein bisschen anspruchsvoller werden, dann kommst du mit dieser Taktik nicht mehr so wirklich weiter. Ne? Und deswegen gebe ich dir in diesem Kurs eben die nötigen Werkzeuge an die Hand, dass du jeden Standard meistern kannst und auch eine gute Improvisation umsetzen kannst. Das war also das Infovideo zu meinem neuen Online-Kurs 10 leichte Jazz-Standards. Wenn du Lust auf Improvisation hast und dein Vokabular an Standards erweitern möchtest, freue ich mich, wenn ich dich in diesem Kurs begrüßen kann. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns bald wieder. Schreib mir gerne deine Fragen und Anregungen. Bis bald und schöne Grüße.